Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Freiheit mit Hindernissen. Wer eine Eigentumswohnung kauft, darf längst nicht alles. Die Eigentümergemeinschaft kann einem bei Entscheidungen schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Und stylischer Dunstabzug. Kochfelder und Dunstabzüge sind heute wahre Designobjekte. Daneben werden sie technisch immer ausgefeilter und sparen am Ende sogar noch Energie und damit Kosten. Der Traum vom Eigenheim. Viele erfüllen sich diesen mit dem Kauf einer Eigentumswohnung. Die Gemeinschaft hat viele Vorteile, vom Hausmeisterservice bis hin zum Schneeschippen. Doch eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann die Freiheit auch ganz schnell einschränken. Denn nicht jeder Eigentümer kann das machen, was er will. Wir sprechen heute mit einem Experten darüber, was Sie als Eigentümer dürfen und was nicht. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Wenn Sie im Frühjahr und im Sommer im kommenden Jahr einen wundervoll aufblühenden Garten haben wollen, dann gibt es jetzt noch einiges zu tun. Viele Pflanzen müssen vor dem Winter geschützt werden, andere wollen in Form gebracht werden. Claudia Zidorn hat sich mit einem Gartenexperten getroffen und für Sie die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Diese Aussicht hat vielleicht nicht jeder, wenn er in seinem Garten sitzt. Schön und gepflegt darf er aber trotzdem sein. Das bedeutet auch, die Pflanzen jetzt im Herbst für den Winter zu rüsten. Daniel Brogle ist Gärtner und Experte auf diesem Gebiet. Bevor die Pflanzen winterfest eingepackt werden können, benötigt man zunächst die richtigen Materialien. Man braucht Materialien, um es einzupacken. Also da haben wir zum Beispiel ein dickes Vlies aus Kokosmaterial. Dann kann man aber auch Jutengewebe nehmen oder hier ein Kunststoffgewebe, wo leicht lichtdurchlässig ist. Daneben eine starke Schere, eine Baumschere und Gartenlaub zum Isolieren. Dazu kommen wir später noch. Zuerst wird Luftpolsterfolie um den Topf gelegt. Diese isoliert ebenfalls und muss, ganz wichtig, bis zum Boden fest um den Topf gespannt werden. Sonst zieht die Kälte unter die Pflanze und das Einpacken wäre umsonst. Wer seine Töpfe direkt auf dem Boden stehen hat, für den hat der Experte noch einen Tipp. Es ist vorgängig noch darauf zu achten, dass man den Topf nicht direkt auf den Boden stellt. Hier sieht man, dass man schon einen Abstand hat von ca. 5 bis 10 cm. Wenn man den anhebt und mit einem Holz unterstellt, dann passiert es nicht, dass der Topf von unten zufrieren kann. Ist die Luftpolsterfolie fest umspannt, folgt die Kokosmatte. Diese ebenfalls bis zum Boden um den Topf legen und anschließend mit einem Jutestreifen zubinden. Das sieht zum einen schön aus und schützt die Pflanze vor der Kälte. Zum zusätzlichen Isolieren kommt jetzt noch Laub in die Zwischenräume. Dann noch Gießen, denn auch im Winter brauchen die Pflanzen Wasser, damit sie im Frühjahr nicht braun gefärbt sind. Die Notwendigkeit liegt eigentlich darin, dass eine Pflanze eigentlich ganz verschiedene Faktoren braucht. Das eine ist Licht, Luft, Wasser und Wärme. Und im Winter fehlt eigentlich das Licht und die Wärme. Und weil die Wärme fehlt, fehlt eigentlich auch das Wasser, weil das Wasser ist dann gefroren. Und die Pflanze kann gefrorenes Wasser nicht aufnehmen. Welche Pflanzen über den Winter draußen bleiben können, ist von ihrem natürlichen Standort abhängig. Unsere heimischen Gewächse können mit der richtigen Vorbereitung draußen überwintern. Anders sieht es bei Pflanzen aus dem Mittelmeerraum aus. Die brauchen eigentlich frostfrei, also sie mögen ganz wenig Frost ertragen. Und die nimmt man eigentlich dann, so anfangs November nimmt man die rein. Und die sollten eigentlich, wie jetzt zum Beispiel diese Zitruspflanze, das ist eine Zitrone, die sollte eigentlich kühl, das heißt etwa 8 Grad, und hell gestellt werden. Wir Gärtner sagen eigentlich, alles, was immergrün ist, muss Licht haben, auch den Winter durch. Und alles, was aus Laub abwerft, zum Beispiel eine Fuchsie, die darf auch mal kurzfristig, sag mal 2 Monate, dunkel haben. Wer diese Tipps beherzigt, der kann zwar immer noch nicht unbedingt diese Aussicht genießen, sich dafür aber im Frühjahr über einen wunderschön blühenden Garten freuen.
Wenn es um die Dekoration unserer eigenen vier Wände geht, dürfen wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Hauptsache, wir fühlen uns pudelwohl. Speziell jetzt in der Adventszeit werden viele Wohnungen und Häuser zu echten Schmuckstücken. Wir zeigen Ihnen, was dieses Jahr in ist und wie Sie selbst Adventsdeko richtig schön gestalten. Nicht mehr lange und wir haben den ersten Advent. Das wird auch in den Räumen vieler Einrichtungshäuser deutlich. Weihnachtsdekoration, wohin man schaut, in allen Formen und Farben. Wer gerne dekoriert, für den ist die Advents- und Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes. Zu kaum einer anderen Zeit wird so viel geschmückt und verziert wie jetzt. Erlaubt ist, was gefällt. An bestimmten Klassikern kommt man aber auch in diesem Jahr nicht vorbei. Kugeln natürlich in verschiedenen Varianten, mit Dekore, mit Glitzer, ohne Glitzer, verschiedene Formen, Größen, alles. Lichterketten, Kerzen natürlich, indirekte Beleuchtung ist sehr schön. Auch Holz spielt in diesem Jahr eine große Rolle. Das Material und die Erdtöne bringen ein Stück Natur ins Zuhause. In Kombination mit Gold, Silber oder Kupfer wirkt Holz edel und elegant. Beim Gang durch den weihnachtlich dekorierten Einzelhandel kann man aber auch schnell mal überfordert sein. Was brauche ich noch? Welche Farben kann ich kombinieren? Beim Kauf ist ein gutes Händchen gefragt. Wenn ich eine schöne Deko zusammenstelle, passt natürlich sehr gut Champagner und Rot zusammen und verschiedene Größen an Kerzen. Immer eine schöne Deko zusammengesehen. Weihnachten ist in diesem Jahr auch das Fest der zarten Töne. Pastell ist absolut im Trend. Vor allem Rosa und Mint zieren Tisch und Baum. Was die Advents- und Weihnachtsdekoration in den eigenen vier Wänden betrifft, können Deko-Fans in diesem Jahr aber aus vielen angesagten Trends wählen. Creme-Gold passt sehr gut oder natürlich auch Rot-Gold. Dann natürlich die Pink-Töne, Champagner. Mit Mint passt auch, ist auch ein sehr schöner Farbton. Und man sieht es hier natürlich in der Kombination Creme, Gold auch sehr schön. Feste Regeln gibt es natürlich keine. Der eine mag es schlicht und dezent, der andere schrill und farbenfroh. Hauptsache stimmungsvoll, dann kann der erste Advent ja jetzt kommen. Bei diesen Bildern bekommt man richtig Lust, die eigene Wohnung zu dekorieren. Übrigens, bald zeigen wir Ihnen hier bei Bauen und Wohnen, wie Sie zu Hause die schönsten Adventssachen auch selbst basteln können. Dabei natürlich unsere Do-it-yourself-Expertin Silke. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Eigentum. Auch wenn Sie ein Eigentum erworben haben, dürfen Sie oft nicht das machen, was Sie eigentlich wollen. Denn die anderen Eigentümer müssen dem zustimmen, was Sie eigentlich vorhaben. Und wenn man das am Ende verstehen will, dann geht es um das Wohnungseigentümerrecht. Darüber sprechen wir gleich hier bei Bauen und Wohnen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. Leben Sie in einer WG oder haben in einer WG gelebt? Eigentlich eine coole Sache. Es ist immer etwas los und das eigene Zimmer ist der Rückzugsort. Doch Wohn- und Eigentümergemeinschaften sind nicht immer gut für die Freiheit und auch die Entfaltung. Denn oft braucht man die Zustimmung von Fremden für die eigene Entscheidung. Außerdem treffen wahnsinnig viele Charaktere aufeinander. Was Sie zum Thema Eigentümergemeinschaft wissen müssen, das erfahren Sie jetzt. Wenn mehrere Personen in einem Haus zusammentreffen, sind Meinungsverschiedenheiten meist vorprogrammiert. Das gilt insbesondere für Eigentümergemeinschaften. Wer sich eine eigene Wohnung kauft, erhofft sich mehr Freiheiten in den eigenen vier Wänden. In einer Eigentümergemeinschaft sind diese allerdings eingeschränkt. Besitzer dürfen ihre Wohnung zwar nach den eigenen Vorstellungen einrichten, alleine entscheiden dürfen sie aber längst nicht alles.
Innenwände versetzen, Wohnungstür austauschen oder streichen oder die Gestaltung des Balkons. Hier ist die Absprache mit der Eigentümergemeinschaft notwendig. Sogar die Haltung eines Haustieres kann die Gemeinschaft untersagen. Meist stehen diese Regelungen in der Teilungserklärung, der Hausordnung oder der Beschlusssammlung. Kaufinteressenten sollten diese also unbedingt genau lesen. Auch beim Thema Heizung ist der Einzelne an die Gemeinschaft gebunden. Eine eigene Wohnung muss also nicht unbedingt auch eine eigene Meinung bedeuten. Im schlimmsten Fall können manche Entscheidungen sogar zu Abmahnungen führen oder vor Gericht enden. Unser Experte zum Thema Eigentums- und WG-Recht, Fachanwalt Karl Wanner, auch Vorsitzender von Haus und Grund Lindau. Herzlich willkommen. Tage Baunach. Wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufen will, soll ich die genauer vorher anschauen? Na klar, auch wegen der Substanz, aber wegen was noch? Wie gesagt, neben der Substanz ist natürlich ganz wichtig, dass Sie die einzelnen Unterlagen der Eigentümergemeinschaft sichten. Das sind zumindest mal die Teilungsordnung. Dann angeschlossen ist die Gemeinschaftsordnung, die regelt das Verhältnis der Miteigentümer untereinander. Dann die Hausordnung noch und ganz wichtig die Beschlusssammlung. Daraus können Sie entnehmen, ob die Gesellschaft oder die Gemeinschaft Gerichtsverfahren laufen hat, welche Beschlüsse sie natürlich gefasst hat, weil die Beschlüsse müssen Sie als neuer Käufer gegen sich gelten lassen. Jetzt haben wir schon viele Unterlagen gehört. Welche sind die wichtigsten davon? Die wichtigen sind eigentlich die letzten vier und hinzu kommt dann noch das Wohnungseigentumsgesetz, was Sie berücksichtigen sollten. Okay, also jetzt einfach ein paar ganz einfache Fragen. Wenn ich jetzt einen Partner oder Verwandten habe, der bei mir einziehen will, geht das ganz einfach? Das geht in der Regel ganz einfach. Die Gemeinschaft hat allenfalls ein Auskunftsrecht, wer denn da jetzt einzieht. Und das sollte man dem Hausverwalter vielleicht mitteilen. Darf ich meine Wohnung einfach an Dritte vermieten? Selbstverständlich dürfen Sie die Wohnung an Dritte vermieten, wenn es nicht durch Vereinbarung oder eventuell auch Beschluss von der Gemeinschaft zuvor ausgeschlossen worden ist. Aber grundsätzlich ja. Wenn ich jetzt meine Wohnung modernisieren möchte oder sanieren möchte und sage, ich will eine neue Haustür und möchte eine Wand zum Beispiel in der Wohnung versetzen oder vielleicht auch eine neue Heizungsanlage, kann ich das auf eigene Faust machen oder muss ich fragen? Sie müssen dabei unterscheiden, ob es sich um Sondereigentum handelt, also wo Sie im Speziellen nutzen, oder um Gemeinschaftseigentum, wo alle anderen Eigentümer ebenfalls davon partizipieren. Eine Hausaus- oder Wohnungseingangstüre zum Beispiel ist Gemeinschaftseigentum. Da müssen Sie die anderen Eigentümer fragen. Also über die Miteigentümerversammlung einen Beschluss fassen. Was jetzt eine Wand in Ihrer Wohnung anbelangt, also wo Sie Sondereigentum haben, da muss man differenzieren, handelt es sich um eine Tragwand, dann ist es Gemeinschaftseigentum. Sollte so vorsichtig sein, ja. Ja. Und ist es nur eine leichte Wand, dann können Sie die zum Beispiel versetzen oder abbauen. Okay, und bei einer Heizung, denke ich sowieso, muss ich allgemein fragen. Das wird überwiegend Gemeinschaftseigentum und alle betreffen. Nehmen wir jetzt die andere Seite. In der Eigentümerversammlung wird etwas beschlossen, was ich nicht will. Muss ich es trotzdem mittragen? Wenn die Mehrheit dafür ist und wenn die Versammlung für diese Frage eine Beschlusskompetenz hatte, dann müsste es zunächst mal mittragen. Jedoch haben Sie die Möglichkeit, falls Sie der Auffassung sind, dass irgendwelche formelle oder materielle Mängel bei der Entscheidung gegeben sind, dann müssen Sie, und das ganz wichtig im Wohnungseigentumsgesetz, die Entscheidung innerhalb von einem Monat, und zwar vom Tag der Beschlussfassung beim örtlichen Amtsgericht anfechten. Gibt es innerhalb von einem weiteren Monat müsste diese Klage noch begründen. Okay. Gibt es jetzt Investitionen der Eigentümergemeinschaft, wo ich auch sagen kann, nein, da beteilige ich mich nicht oder ich muss mich auch nicht beteiligen? Zum Beispiel beim Balkon, wenn ich gar keinen habe. Wenn Sie jetzt ansprechen, ob man hier mit den Kosten, ob man die anders verteilen kann, dann ist es so, dass dies seit 2007 möglich ist, dass eine andere Kostenverteilung gewählt wird. Insbesondere natürlich, wenn jemand gar keinen Vorteil hat, er hat, wie Sie sagen, an seiner Wohnung überhaupt keinen Balkon, dann kann man natürlich dazu übergehen, dass er auch keine Kosten mittragen muss. Was gehört mir als Eigentümer am Ende wirklich und was nicht?
Ihnen gehört die Wohnung, sprich das Sondereigentum, ja. Eventuell Garagenstellplatz aus Sondereigentum und natürlich einen Anteil am Grund und Boden. Ja. Abschließende Frage, wenn ich meine Wohnung verkaufen will, muss ich die jetzt eine gewisse Zeit lang gehalten haben oder ist das auch egal, ich kaufe an und verkaufe wieder, ist das steuerlich das Gleiche? Wenn Sie an- und verkaufen, sprich Sie haben schon einen gewerblichen Drang, sage ich mal, da müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht mehr wie 3 Einheiten innerhalb von 5 Jahren an- und verkaufen. Ja. Weil sonst haben Sie gewerblichen Grundstückshandel, dann zahlen Sie zu der Einkommensteuer auch noch die Gewerbesteuer. Wenn Sie allerdings die Wohnung selbst genutzt haben und mindestens 2 Jahre, bevor Sie sie wieder veräußern, darin gewohnt haben, dann fällt keine Spekulationsfrist, keine Spekulationssteuer nach § 23 Einkommensteuergesetz an. Okay. Auch wenn Sie an Kinder zum Beispiel kostenlos die Wohnung weitergeben, dann ist es ebenso. Sollte es sein, dass Sie die eventuell geschenkt bekommen haben oder geerbt, dann wird die Vorhaltezeit vom Vorgänger Ihnen angerechnet. Herr Wanner, vielen herzlichen Dank für die ganzen Informationen und Ihr Besuch hier bei uns im Studio. Danke sehr. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bauner, für die Einladung. Danke. Liebe Zuschauer, die Küche ist heute weit mehr als ein Raum, in dem nur gekocht wird. Eigentlich ist die Küche heute fast der Mittelpunkt der Familie. Kein Wunder, dass die Küche immer wichtiger wird. Und das nicht nur bei der Optik, sondern auch bei den elektrischen Geräten, wie zum Beispiel das Kochfeld und der Dunstabzug. Wer gerne kocht, hat die Wahl. Kochfelder und Dunstabzüge gibt es heute in zahlreicher Ausführung. Entscheidend für die meisten Optik, Pflegeaufwand und Leistung. Induktion ist heute das gängigste auf dem Markt. Und wenn es um Kochfelder geht, spielt auch der Dunstabzug eine entscheidende Rolle. Da die Küche heute mehr Wohnraum ist und Kochinseln im Trend liegen, sind klassische Dunstabzugshauben nicht mehr gefragt. Dafür Kopffreiheit und ebene Flächen. Möglich machen das sogenannte Downdraft-Techniken, also Lüftungen, die im Kochfeld integriert sind. Hier entwickeln die Hersteller immer modernere Varianten. Ich habe hier halt jetzt die Möglichkeit, die Haube integriert im Kochfeld zu haben, die dann hochfährt und damit letztendlich auch den Dampf von der Seite, auch bei höherer Töpfe, halt mitnimmt. Und das gibt es immer in Abluft- und Umluftversionen mittlerweile, sehr leistungsstark. Was man halt hier im Unterschrank rechnen muss, man verliert ein bisschen Platz im Schubladebereich, wo eben jetzt die Technik im Motoreinheit sitzt. Trotzdem können auch Dunstabzugshauben stylisch aussehen. Und auch die Kochfelder werden innovativer. Der Trend geht hier zu einem flächenbündigen Einbau und variablen Kochmöglichkeiten. Der große Vorteil, ich kann hier 4 einzelne Töpfe draufstellen, die hier eine Temperatur haben und hier, aber auch gebrückt werden können. Also mit der Brückefunktion kann ich das ganze Feld mit einer Leistung versehen und kann dann einen großen Bräter draufstellen, egal ob der so groß ist oder ob er dann auch die ganze Fläche abdeckt. Man kann ihn sogar quer platzieren, weil hier habe ich nur die Verbindungsfläche. Dann kann ich ihn nur so hinstellen und habe vorne Platz für weitere Töpfe. Ich bin super variabel, Vario-Induktion, wie es sich nennt. Und die Schaltung gibt es ja jetzt mit dem Drehknopf, Twistpad oder auch mit einer normalen Sliderbedienung, wo ich dann unter am Bedienteil einfach langstreiche. Neben der Vario-Induktion ist ein weiterer Trend die vollflächige Induktion. Und nicht zuletzt sind Induktionskochfelder energiesparender als die Heizvariante. Es wird nur die Energie wirklich verbraucht und abgerufen, die halt jetzt der Topf braucht. Und bei der sogenannten Vollflächeinduktion, was wir hier sehen, haben wir eben 48 Induktoren anstatt nur 4. Die ganze Fläche ist somit abgedeckt und jetzt kann ich den Topf komplett frei platzieren, egal wo ich ihn haben möchte. Kann ihn drehen und wenden, die Topfgröße spielt keine Rolle und dadurch bin ich halt noch variabler. Übrigens, integrierte Lüftungen sind nicht neu. Schon vor 30 Jahren gab es sie auf dem Markt. Aber erst seit ein paar Jahren hat sich der Trend durchgesetzt, weil nach und nach die Hersteller auf den Zug aufgesprungen sind. Preislich gibt es natürlich Unterschiede, je nach Hersteller und Qualität. Wie Sie sehen, ganz up to date sind wir mit der Dunstabzugshaube noch nicht, aber sie funktioniert einwandfrei. Immobilien sind eine hervorragende Kapitalanlage, das hört man immer wieder. Doch wenn es darum geht, Immobilien zu kaufen und diese privat zu vermieten, davor schrecken die Deutschen zurück. Was Sie beachten müssen, wenn Sie privat eine Immobilie kaufen wollen, um diese zu vermieten, das sagen wir Ihnen nach einer kurzen Pause.
Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. Der Run auf Wohnimmobilien ist nach wie vor ungebrochen und viele haben sich den Traum auch schon erfüllt. Knapp die Hälfte der Deutschen wohnt in den eigenen vier Wänden. Doch während sich Investoren um vermietbaren Wohnraum, egal ob Wohnung oder Haus, reißen, sind Privatinvestoren eher vorsichtig. Wir wollten von einem Experten wissen, warum das so ist. Kapitalanlage, Altersvorsorge, Eigentum. Immobilien zählen immer noch zu den besten und stabilsten Anlagemöglichkeiten. Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, wohnt meist selbst darin. Laut einer Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach besitzen lediglich 12% der Deutschen eine vermietete Immobilie. Doch warum ist das so? Wir haben in letzter Zeit einige neue Gesetze bekommen. Wir haben das Bestellerprinzip, wir haben die Mietpreisbremse, wir haben die Zwangsgelder bei Nichtvermietung zwischenzeitlich. Ähnliches und vieles mehr kommt und kam in der letzten Zeit. Wir haben eine sehr starke Mieterlobby in Deutschland. Wir haben sehr starke Rechte für die Mieter. Wir haben leider sehr wenige Rechte für die Vermieter. Und das verunsichert natürlich die Vermieter und vor allem die potenziellen Vermieter derzeit. Finanzielle Komplikationen und der organisatorische Aufwand schrecken viele ab. Wer sich dennoch für den Kauf einer Immobilie und einer anschließenden Vermietung des Objekts entscheidet, sollte vorab einige Punkte beachten. Ich sollte mir natürlich zum ersten Gedanken machen, in welchem Umfang ich investieren möchte, welche Größenordnung ich mir ausschauen möchte. Ich muss natürlich schauen, in was für eine Wohnanlage, was für eine Wohnlage möchte ich investieren. Muss mir darüber im Klaren sein, ob ich mich selber kümmern möchte, ob ich die Möglichkeit habe, mich selber zu kümmern. Ich sollte schauen, dass ich nach Möglichkeit vor Ort bin, dass ich einigermaßen einen Einblick in die ganze Anlage habe. Und schön natürlich immer für einen Einsteiger, der das erste Mal investiert, wenn er sich eine Anlage aussucht, in der Hausmeisterbetreuung oder Verwalterbetreuung einfach vorhanden ist. Ein weiterer Tipp für Privatanleger: Da die Marktkenntnis mitentscheidend für eine gute Anlage ist, sollte man nur in eine Immobilie in der eigenen Heimatregion investieren oder die Region zumindest gut kennen. Hauptsächlich die Lage bestimmt bei Immobilien den Preis. Trotzdem bedeutet es nicht, dass man in guten Lagen hohe Mieten verlangen kann, selbst wenn einige Mieter bereit sind, diese zu zahlen. Stichwort Mietpreisbremse. Das heißt, sie bezahlen die guten Lagen, sie dürfen aber in den guten Lagen nicht die Miete nehmen, die sie eigentlich bräuchten, um die Rendite darzustellen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie in Ballungsgebieten in die Randbereiche gehen müssen, um eine mittlere Wohnlage zu nehmen, um da tatsächlich die bessere Rendite zu erwirtschaften. Denn als Vermieter muss ich auch gut kalkulieren. Mietausfälle, Mieter, die nicht zahlen oder unvorhergesehene Ausgaben, das kann teuer werden. Ein Kleinanleger, der natürlich an sich eine Wohnung kauft und irgendwo relativ knapp kalkuliert, der kalkuliert mit 1, 2, 300 Euro Zuzahlung im Monat. Wenn dem natürlich mal irgendwann eine Reparatur mit 5, 6, 7, 8.000 Euro ins Haus steht, dann kann das schon sehr, sehr empfindlich werden. Kosten, die man dem Mieter nicht in Rechnung stellen kann. Wenn also vermieten, dann nicht ohne vorherige Kalkulation, Marktkenntnis und die nötigen Rücklagen. Das war's für diese Woche auch schon wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige wertvolle Tipps für zu Hause mitgeben. Liebe Zuschauer, bleiben Sie gesund und wir sehen uns kommende Woche wieder dann mit diesen Themen. Saunatraum. Die eigene Sauna zu Hause ist für viele purer Luxus. Wir waren dabei, als sich Familie Wolfram aus Albstadt diesen Traum erfüllt. Das Besondere dabei, die Sauna wird draußen auf der Terrasse installiert. Eine besondere Herausforderung für Material und Technik. Die Herausforderung ist die Witterungsbedingungen. Wir haben hier dann natürlich minus 20 Grad und nicht plus 20 Grad Umgebungstemperatur. Unser Schwerpunktthema Sauna zu Hause in Bauen und Wohnen am Montag, 14. November um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.